Oi, der Mann, hab ich Schotter beieinander. Schaut euch mal das an. 57.000. Ah, und damit hallo und herzlich willkommen. Ja, ich hab ein bisschen Geld gescheffelt. Ihr werdet mich anschauen und euch fragen, Sophie, hat er die letzten Male nicht gemacht? Oder kommt das, da er da jetzt eine Woche nichts geladen hat? Nee, das kommt nicht, da er das die nächste Woche, diese Woche nichts geladen hat. Ich war nicht da. Aber das hier, wie man diese Masse an Geld bekommt, boah, Wahnsinn, das hat mich exakt überrascht, weil das macht man über die Siedlungsmission. Wie genau, das zeige ich euch nachher. Es hat sich auch, ich habe mir jetzt überlegt, es kommt sowieso nachher noch eine Fuhre von 20.000 von uns rein, also das passt locker, was wir noch Geld haben. Wir kaufen uns erst einmal die ganze Aufrüstung hier, die noch so für das Schiff möglich ist. Hätte ich das exakt nur früher gewusst, wenn ich ehrlich, ich muss mich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen ärgern. Da das Ganze doch relativ simpel war. Okay, dann kaufen wir uns erstmal die Brandgeschosse. Und noch die Hagelladung. Passt. Stellt ihr uns nicht wirklich? Habe ich irgendetwas vergessen? Nope, unser Schiff ist voll ausgerüstet. Und, ja. Woher kommt das mit dem Geld? Wie komme ich innerhalb von kurzer Zeit an solche Unmassen von Geld? Ihr habt ja alle gesehen, dass in den letzten Mal, wenn ich so eine Jagdsession oder sowas gemacht habe, danach waren nur so 2000, 3000, 4000, 5000 mehrer. Also nie wirklich etwas, was in einem überragenden Maße ist. Und das liegt daran, dass ich die Siedlungsmission nicht gemacht habe. Denn uns wurde ja am Anfang mehr als, wie soll man es sagen, lückenhaft erklärt, dieses Handelsbuch, was da hinten liegt. Moment. Das da. Das hier ist sozusagen meine Ressourcen- und Geldquelle schlechthin. Weil du kannst mit diesem, wenn du das hast und deine Siedler relativ hoch ausgebildet hast, beziehungsweise viel gemacht hast für die, dann brauchst du praktisch gar nichts mehr. Dann ist Geld nichts mehr wert. Mal zur Erklärung, mal zum Beispiel hier, was ich da gemacht habe. Ich bin ins Lager gegangen, habe mir ein bisschen Flachs geholt, so 10 Stück. Ich habe jetzt noch ein bisschen was über, darum nur 4. Was war's noch? Wolle. Das sind jetzt erst einmal die verfügbaren Mengen bloß, wohlgemerkt. Das kann man sich später noch nachkaufen. Dann braucht man noch, wo war's denn, dieses Kiefernholz war's nicht. Da, dieses, wie heißt das, Hickory-Holz. Okay, das sind auch wieder 4. Und dann braucht man Wolfsfell. Auch wieder 4, das passt ja gerade richtig gut. Okay, dann, was braucht man noch? Habe ich eigentlich alles? Man könnte sich theoretisch diese Barren, die hatte ich noch vom letzten Mal über. Die brauchen wir nämlich jetzt gleich. So, dann geht man in die Herstellung. Ich bin eigentlich voll happy, dass ich das gefunden habe, weil... Ah, Alter, das erleichtert uns jetzt so manches. Vor allem, ich gehe jetzt nachher in den Laden und kaufe mit euch allen dann die ganzen Monturen. Hier kann man, wie gesagt, noch so ein paar ganze Gebrauchsgegenstände kaufen. Also craften, um genau zu sein. Hier kann man so, wenn man die Seiten sammelt, das habe ich jetzt nämlich auch gemacht. Die ganzen Seiten gesammelt, kann man sich so Erfindungen craften. Und die dann halt eben für teuer Geld verkaufen. Ebenso hier so bestimmte Upgrades. Den Doppelhalf war mir zum Beispiel schon geholt. Das wird vielleicht ein oder anderen aufgefallen auf den ersten Blick vielleicht. Und man kann hier noch so ein paar manch andere Sachen machen, wie zum Beispiel hier der Marinekonvoi, die Munitionsbeutel-Upgrades, habe ich auch schon den Dreier. Und hier noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die werde ich dann wieder auf Kamera machen. Aber erst einmal ist es erstmal interessant, dass wir hier diese Stoffballen machen. Okay, dann gehen wir mal die Herstellung. Fix, ich vertippe mich da immer wieder, weil die Herstellung ist die Leertaste. Und dann noch ein Bestätigen ist die Enter-Taste. Okay, machen wir erstmal nur 4 Stück. Passt. 3, 4. Das passt erstmal. So, mehr können wir sowieso nicht gerade machen. Dann geht man wieder in die Herstellung, sucht sich einen neuen Plan aus. Jetzt haben wir die Bälle. Vorher haben wir extra dieses Holz kaufen müssen. Das... Dann machen wir hier Knöpfe. Auch wieder 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Passt. Und mehr ist schon mal gar nicht nötig. Jetzt gehen wir nicht wieder in die Herstellung.
machen hier unten die edle Kleidung. Die haben wir ja gerade zusammen gebastelt. Stellen die mal her, machen wir 4 Stück. Oder das, was gerade geht. Ja, 4 Stück. Uns fehlt nämlich gerade an Knöpfen. Und dann geht man in den Handel. Ich habe mir hier schon einige Konvois und Upgrades geholt. Hier zum Beispiel. Das ist das, worum unsere 20.000 auch gleich kommen werden. Nehmen wir mal einen einfachen, ja, wieder einen Marinekonvoi. Das ist sowieso wurscht. Auf Marine habe ich irgendwie den Eigenheit herausgefunden, dass es das sicherer ist. Halbwegs zumindest. Dann wählt man hier die edle Kleidung aus. Man könnte hier theoretisch noch ein paar Leute aussuchen, aber das hier ist der beste, den man eigentlich von Anfang an hat. Der braucht zwar scheißdrecks lange, hat aber so gut wie kein Risiko, kaum Steuern und er bringt das meiste Geld eigentlich. Dann nimmt sie den Michel hier. Dann machen wir das Ganze nochmal 4-mal mit demselben Michel. Na, so, passt. Und ihr seht schon unten, wie langsam sich das Geld anscheffelt. Diese 4 Sachen würden uns schon 7.000 geben. 7.000 für 40 Minuten. Und wenn ihr den ganzen Konvoi voll macht, dann habt ihr so 18.000. Und tut mir leid, das ist mehr als einfach Geld zu machen. Gut, ich habe jetzt hier gerade kein anderes Grafik, was ich so schnell craften könnte. Den Konvoi schicken wir einfach mal gleich los. Und bestätigen das Ganze. In 40 Minuten kommen dann halt nochmal 7.000 hinterher, dass damit die 20.000 hier voll sind. So. Und das ist eigentlich so, ja, der grandele Trick hier, um an Geld zu kommen. Ich habe das bis dato nicht gerafft. Gut, dass wir exakt diese Mission gemacht haben. Jetzt kann ich nämlich noch halbwegs irgendwas mit annähernd, ja, 100% machen. Wenigstens zumindest das Kaufen von dem Graffi. Ah, das ist echt geil. Noch etwas, was ich gefunden habe. Ich habe euch doch mal gezeigt, hier. Moment. Ach, das kann ich hier gar nicht auswählen. Verdammt, ich muss wieder aus dem Haus gehen. Moment. Ja, ein paar Schritte weiter. So. Hier in diesem Menü. Da kann man auch diese Geschichten hier sagen. So Leibwache und so weiter. Und hier standen Aufträge. Und ich, Depp, habe immer drumherum getippt. Und man muss ganz genau draufdrücken. Dann sieht man das hier. Ja. Das hier ist so diese, ja, diese Missionskarte, die man von damals noch kennt. Ist, wie man aus den letzten Teilen kennt. Die ist versteckt wie Sau. Ich hab's nicht gesehen. Und ich habe auch ein paar andere Leute gefragt, die haben das gar nicht gewusst, dass sowas implementiert wurde. Aber wenn man Tatsache ist, ich habe ja auch schon ein bisschen gleich angefangen, weil ich wollte ja meine Soldaten am Binger trainieren. Darum sind die zwar auch noch unterwegs. Und zwar, man hat hier so manche Länder, wo man bestimmte, ja, was soll ich sagen, Schwierigkeitsgrade hat. Das ganze Land hat diesen Schwierigkeitsgrad hier. Das heißt also, die einfachen habe ich schon gemacht, weil die sind jetzt schon ein bisschen stärker geworden. Das ganze Land hat diesen Schwierigkeitsgrad und alle Missionen, die danach ist. Und man kann auch nicht so mehrere Missionen auf einmal auswählen im selben Land, sondern immer nur eins. Wie zum Beispiel, nehmen wir mal das hier. Dieses North Carolina. Gehen wir mal näher ran. Haben wir hier schon ein paar Sachen gemacht. Und jetzt haben wir hier die Mission. Man kann die immer nur nach der Reihe machen. Wahrscheinlich eine eine rettende Ablenkung kann ich nicht auswählen. Ich kann alle anderen, die ich schon vorgemacht habe, auswählen. Aber in dem Fall wird das hier noch erledigt. Das kommt in so 6 Minuten. Dann kommen die wieder. Und dann kann ich die letzte Mission machen und diesen Bezirk übernehmen. Ich wäre nie darauf gekommen, wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt nicht doch noch mal dran rumgespielt hätte. In der Hoffnung, noch was zu finden. Und sagen wir mal so, das einzige an Informationen, wo das kriegt, das ist hier oben. Moment, mache ich einfach mal hier. Ist, wenn man hier oben so eine Information bekommt, die ist aber nur wenige Sekunden da. Nämlich sobald die Assassinen dann ganz fertig gemacht haben. Und das ist ein bisschen doof geregelt, finde ich persönlich. Und zwar richtig doof geregelt. Weil man kommt nicht drauf. Und ich habe es extra, auch jedes Mal, wenn ich meine Videos durchgeschaut habe, ich schaue ja tatsächlich alle meine Videos nochmal an, bevor ich sie hochlade. Komplett. Ich hab's nicht gesehen. Schade. Sowas, das hätte, wenn man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf solche Sachen lenkt, dann wäre das vielleicht auch nicht so untergegangen. Aber sagen wir mal so, man braucht's auch nicht wirklich. Und ich finde das persönlich schade. Also, jetzt wo ich's hab, möchte ich es ehrlich gesagt nicht so wirklich hergeben, weil es war richtig geil. Vor allem, wenn hier, schaut euch mal an, wir haben 2 Pistolen hier hinten dran. Die Nachladegeschwindigkeit ist damit deutlich vereinfacht worden. Weil du hast eine Pistole, schießt sie, dann kannst du gleich die nächste schießen, hast du 2 Leute gleich tot. Und dann musst du halt zwar beide nachladen, und dann musst du auch beide einzeln nachladen, logisch.
Aber es ist einfacher erledigt. Und es gibt halt, wie gesagt, so manche andere Tricks auch noch, dass du die manche Pistolen craften kannst. Und ich glaube sogar noch ein paar andere Upgrades gesehen zu haben. Wie man also die ganzen, wie heißt das nochmal, die Wurfpfeile etc. Wo man die dann upgraden kann, um die ganze in, wie heißt's, C-Fix, Wortfindungsstörung. Ah, die Munitionsbeutel von den Pfeilen, so jetzt. Und das ist doch viel, viel geiler. Warum, ja, lenkt man so eher die Aufmerksamkeit davon ab? Gemischtwarenladen, kann man da schnell reisen? Nee, wo ist denn da was nah? So. Oder Moment, ist das auch ein Gemischtwarenladen? Jo. Dann reisen wir mal hier hin, weil ich möchte es mit euch noch ein paar die restlichen Kutten kaufen und dann mit euch die stylischste aussuchen. So. Ah. Also wie gesagt, in den letzten Offscreen-Part ist echt viel passiert. Also viele Erkenntnisse sind über mich gekommen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ein paar mehrere Pfeile mit mir rum. So, Gemischtwarenladen. Der ist da hinten, glaube ich. So. Und das ist halt eben das Geile. Also nicht so das Geile, muss man eigentlich eher sagen, weil es ist eigentlich eher schade, wie viele Features das Spiel hat und wie wenig Aufmerksamkeit man darauf lenkt. Noch ein wenig als schade. So. Kann ich euch helfen, Sir? Ja, kannst du. Und jetzt... Hey, das ist noch einer mit Akzent. Wow. Stumpfe Waffen, schwere Waffen, Steuerwaffen... Aber nee, wir gehen erst einmal in die Monturen. Die Karten kaufen wir jetzt auch noch später vielleicht. Die New Yorker Montur haben wir schon gekauft, genauso wie die und die kaufen wir jetzt. Eine weiße Montur mit rotem Akzent, das klingt doch mal stylisch. Okay. Dann wollen wir mal gucken, wie schaut die aus? Schaut die schön und knackig aus? Oh, schaut nicht schick aus, vor allem das blaue Hemd dazu. Aber noch nicht das Nonplusultra, wie kann ich euch helfen? Ich hätte gern noch eine. Und zwar nehmen wir jetzt die... Wie heißt die jetzt? Wir hatten jetzt die... Jamestown Montur. Die Philadelphia Montur hatten wir schon. Und jetzt gehen wir mal die... Die Montur, ja. Tatsächlich habe ich nur noch eine noch nicht gekauft. Schade. Nehmen wir mal die Montur hier. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was die hat. Okay, wollen wir mal gucken. Ey, die schaut aber auch fett aus. Also, wenn ich ehrlich bin, die schaut richtig fett aus. Dunkelblau mit rotbraunen Akzenten. Wenn ich ehrlich bin, die gefällt mir sogar richtig. Doch, die gefällt mir. Die bleibt jetzt erstmal. 15.000 haben wir noch zur Auswahl. Bald kommt ja sowieso wieder Geld herein. Das heißt, wir könnten uns gleich auch mal in die Waffen setzen. Gehen wir erstmal zu den normalen Waffen und gucken erstmal an, gibt es auch irgendetwas Besseres als das, was wir aktuell haben. Mit Schwertern bin ich eigentlich etwas weniger unterwegs. Französisch, Intermeister, Offizierschwert. Die sind allesamt nicht wirklich klasse, muss ich ehrlich sein. Da ist der eigentlich noch geil. Das französische Entermesser. Boah. Nehmen wir. Okay, jetzt haben wir wenigstens was Geiles ausgewählt. Gucken wir, gibt es noch irgendetwas, was mal steigerungsfähig ist? Nö, nicht wirklich. Gehen wir mal zu den stumpfen Waffen. Alter, den haben sie noch gar nicht gehabt. Unsere Assassinen, naja, die ist nicht so pralle. Die sieht eigentlich geil aus. Hat zwar wenig Combo, aber eine geile Geschwindigkeit und Schaden im Verhältnis zu unserer jetzigen. Die kann ziemlich viel kombonen und die kann wohl gar nichts. Ich glaube, wir nehmen das hier. Sieht zwar etwas komisch aus. Sieht aus wie so eine Steinzeitaxt, muss ich ehrlich sein. Die haben auch so einen fetten Kloppel hier hinten dran gehabt. Moment. Jetzt hat das ausgerüstet. Ich dachte schon gerade. Eine kleine Waffe. Die Assassinen. Steintomar. Sind das unsere Großen oder was? Nö. Okay. Oh.
Ein Eisendolch, ein Langdolch und ein Kriegstomahawk. Oha. Gibt schon so manche, das mir reißen. Aber ich nehme lieber gesteigerte Kombo und Geschwindigkeit. Der schaut nämlich schon ein wenig fett aus. Ja, nicht fett, sondern eher stylisch. Was nehmen wir nun? Nehmen wir das. Das da, das ist nun nicht genug Geld. Ach, nö, jetzt. Fürs Letzte reicht es natürlich nicht. Ja gut, Feuerwaffen. Gucken wir erstmal, was hier noch an Feuerwaffen gibt. Nichts Besseres als unseres. Zumindest nicht wirklich. Okay, bei den Feuerwaffen brauche ich nichts machen. Verbrauchsmaterialien, warum gucke ich da überhaupt rein? Monturen, gibt's was zum Karten zu kaufen? Yo, Alter. Alter. Du, das mache ich oft, können wir mal die ganzen Karten kaufen. Okay, wir haben aber in diesem Part doch wenigstens etwas mehr erledigt. Guckt euch mal diesen Dolch an, das ist ja... Der ist ja viel länger als so. Und diesen blauen Klöppel hier an der Seite. Ah, das wird lustig, das nächste Mal auszuprobieren. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat irgendwie Spaß gemacht. Wir sehen uns dort. Fitte Gott.